Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Evolved. Ich stelle euch mal alle verschiedenen Jägerklassen und Monster vor. Wir fangen mit den Jägern an. Wahrscheinlich weiß jeder, um was es geht. Vier verschiedene, also vier Jäger jagen das Monster, oder auch das Monster jagt die Jäger, je nachdem. Das Monster fängt auf Stufe 1 an, da muss es meistens erstmal sich verziehen und versuchen, unentdeckt zu bleiben, und versucht da in der Welt sind verschiedene so kleinere Monster, die Fauna sozusagen, verteilt, und die muss es erstmal snacken und kann sich dadurch evolven, daher eben der Name. Und dann kann es sich eben auf Stufe 2 und Stufe 3 evolven, da kriegt es dann stärkere Fähigkeiten. Und die Jäger müssen es versuchen, das zu verhindern, weil wenn das Monster Stufe 3 erreicht hat, ist es erstens ziemlich stark und zweitens kann es dann auch noch so ein Stromrelais zerstören, und dann hat es auch gewonnen. Und die Jäger müssen einfach das Monster töten, dann haben die gewonnen. Zumindest in diesem Modus, der sich Jagd nennt. Es gibt hier vier verschiedene Klassen für die Jäger. Ich nehme einfach mal den Assault. Das ist nämlich der Damage-Dealer im Bunde. Markov ist hier der erste Charakter. Es gibt drei verschiedene Charakter im Moment und drei verschiedene Monster. Also drei verschiedene Charakter für jede Klasse. Hier habe ich schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Verschiedene Boni, die man sich auswählen kann. Jetpack wird schneller aufgeladen. Schadensbonus, Schadenresistenz, Sprunghöhe. Jetpack-Aufladung lohnt sich hier meistens eigentlich in diesem Modus, weil man eben viel rumlaufen muss und das Monster suchen muss. Ich nehme aber mal den Schadensbonus, da ich ja der Damage-Dealer bin. Wir kämpfen hier jetzt gegen das Monster Geist. Das habe ich auch noch gar nicht freigeschaltet, ist aber ein ziemlicher Bastard, sage ich mal. Ist verdammt schnell, kann sich immer rumteleportieren, unsichtbar machen. Wir starten aber einfach mal rein. Was gibt es denn sonst noch so zu sagen? Es gibt eben die vier Klassen: den Assault, der Damage Dealer, der Trapper, der ist dafür da, das Monster zu finden und es bewegungsunfähig zu machen. Medic sollte sich selbst erklären. Und der Support, der kann die anderen zum Beispiel shielden. Und eben je nachdem, welchen man von den drei verschiedenen in jeder Klasse nimmt, haben die auch Max, verschiedene wie lange Fähigkeiten. warst du Und da die alleine auf stelle ich Vector, euch eben bevor du alle mal vor. wegkamst? So. 2 Jahre. Ach du Scheiße, 2 Jahre. Wow, ich will hier keine 2 Wochen bleiben. Wenn du um dein Leben rennst, vergeht die Zeit schnell. Wenigstens hattest du Daisy. Anfangs waren wir mehr. Nur Daisy und ich haben es geschafft. Wir haben lange gebraucht, um das Shuttle zu finden. Noch länger, um es in Gang zu bringen. Du hast das Nordita-Evakuierungsschiff allein zum Laufen gebracht? Ja. Genau. Scheiße. Am Anfang labern die hier rum. Ich bin froh, Man dich startet hier entdeckt immer zu so haben. vom Dropship. Hier haben wir jetzt schon. Danke. Den Vögelnamen. Hat das Monster Vögel aufgeschreckt. Das ist eigentlich schlecht, weil dann wissen wir natürlich jetzt, wo ungefähr sich das Monster befinden wird. Genau, meine Teamkollegen folgen mir. Man sieht hier auch diese blauen Dinger da am Boden. Das sind die Fußspuren des Monsters. Das hier sind so kleine Viecher, die das Monster eben töten muss und dann auffrisst, um stärker zu werden. So, man hat hier auch so eine kleine Map. Ich sollte immer versuchen, irgendwie dem Monster den Weg abzuschneiden, was aber nicht so einfach ist, vor allem beim Geist nicht, weil der verdammt schnell ist. Genau, Daisy ist hier vom Trapper. Sozusagen eine Fähigkeit. Rechts unten sieht man hier meine vier Fähigkeiten. Ich habe hier so ein Blitzgewehr, eine Minigun oder so ein Gewehr, das ist auf Entfernung gut. Das ist nicht das Monster, das ist nur so ein. Auch von der Fauna ein Viech. Ist es da hinten? Habe ich es da gerade gesehen? Nein, ich glaube nicht. Wir folgen einfach mal weiter den Fußspuren. Genau, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch so. Ah, das Monster hat sich schon einmal aufgelevelt. Das ist natürlich schlecht. Ich kann hier so Minen verteilen, falls das Monster da mal durchlaufen sollte. Wissen wir dann auch, wo es ist. Am Anfang ist es eben relativ schwierig zu finden, wo das Monster ist. Da hat es schon wieder Vögel aufgeschreckt. Das heißt, da hinten muss es irgendwo sein. Jeder hat hier so ein Jetpack.
An der rechten Seite sieht man das. Jetzt mal hier den Berg nach oben. Der Geist ist halt natürlich wirklich sehr, sehr schnell. Oh, oh, oh. Da hat mich so eine Pflanze erwischt. Das gibt es natürlich auch in der Gegend. Sachen, die die Jäger dann noch irgendwie damagen können und vernichten können. Da hinten ist es das. Nein, was ist denn das hier? Ich glaube auch nur eine fleischfressende Pflanze. Wo ist es denn? Der Geist ist natürlich wirklich auch das schwierigste Monster jetzt gleich am Anfang. Ich verteile hier einfach mal meine Minen. Max, woher hast du eigentlich dieses Schnappmaul? Genau, also hier die Minen habe ich, das Blitzgewehr für Nahkampf, Maschinengewehr für Fernkampf. Hier ist auf jeden Fall ihr Gewicht in Gold wert, so wie sie sich auf das Monster stürzt. Wir jagen nicht zum ersten Mal Monster. Daisy, was ist denn los? Daisy ist eben vom Trapper und folgt hier automatisch. Ah, da ist es. So, da haben wir schon den Geist. Ich aktiviere mal auf R1 mein Schild. Meine Aufgabe ist es jetzt hier als Assault, dem Monster so viel Schaden wie möglich zu machen. Die Fähigkeiten laden sich nach einer Weile dann natürlich wieder auf. Oh, das war nur der Klon. Dieser Geist kann nämlich einen Klon erschaffen, aber zu den Monsterfähigkeiten kommen wir wann anders. Okay. Man sieht, die blaue Leiste oben von dem Monster, die jetzt nicht mehr da ist, ist die Panzerung. Die kann sich immer wieder aufladen, indem es andere Monster frisst. Ist hier einer schon down, unser Heiler. Ah, Daisy macht das schon. Ich aktiviere mal mein Schild. Oh, oh, und sollte hier raus. Und hier sieht man jetzt auch schon das hier. Ist so eine Kuppel, das heißt, das Monster kann jetzt erstmal nicht weg. Das hat auch unser Trapper gesetzt. Aber jetzt ist es wieder weg, diese Kuppel. Und da verzieht sich das Monster auch gleich wieder, um seine Panzerung wieder aufzuladen. Aber da hinten ist es noch. Ich habe es gleich mal angepinnt. Ja, jetzt ist mein Jetpack natürlich leer. Mit 2x kann man eben immer für ein Viertel seines Jetpack-Boosts. Das war wieder nur ein Klon. Für ein Viertel seines Jetpack-Boosts, ich mache das jetzt mal, oh oh, davon sollten wir uns fernhalten. Kann man hier so nach vorne boosten. Was auch sehr wichtig ist, damit man ein bisschen schneller vorankommt. So, was? Jetzt ist unser Trapper tot, naja, die Bots sind hier nicht geboosten, so wie es aussieht. Hier auch von dem, was soll das denn jetzt? Einfach von diesen Viechern vernichten. Und wir müssen jetzt eben versuchen, dem Monster hier schön auf den Fersen zu bleiben. Oh oh. Und wir dürfen es jetzt hier nicht zu lange wieder alleine rumlaufen lassen. Sonst holt sich's wieder Rüstung und, da hat's wieder neue Vögel aufgeschreckt. Da ist es doch. Oh, oh, oh. Ich mal Schild aktivieren. Sollte unser Trapper wieder, man sieht, es hat wieder Schild. So, unser Trapper sollte jetzt am besten wieder den Dome setzen, damit das Monster nicht wieder entkommen kann. Meistens ist es so, genau, jetzt hat es nämlich kein Schild mehr. Muss meine Blitzwaffe aufladen. Das war wieder nur der Bot. Und jetzt hat sich nämlich schon wieder verzogen, weil es kein Schild mehr hatte, in diese Richtung. Schön hinterher boosten, da unten ist er noch. War schon wieder nur der Klon. Wo ist es denn jetzt hin? Vögel!
da unten. Müssen uns eben beeilen, jetzt gleich wieder das, dran zu sein, damit es nicht wieder sein blödes Schild auflädt. Jetzt ist es schon Phase 3. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Weil immer wenn das Monster auflevelt, kann es 3 neue Skillpunkte vergeben. Wo ist es denn jetzt? Und jetzt sieht man hier auch, weil es Stufe 3 ist, kann es jetzt hier auch versuchen, dieses Stromrelais zu vernichten. Also das Monster hat 2 Arten zu gewinnen. Indem es einmal das Stromrelais vernichtet oder alle Jäger vernichtet. Deswegen ist es ganz schlau, wenn es eh schon Phase 3 ist, dass man sich jetzt hier beim Stromrelais postiert. Da werde ich auch gleich mal einfach hier ein paar Minen verteilen. Damit, wenn das Monster ankommt, es gleich mal schön in die Minen läuft und Schaden kriegt. So. Ja, das Monster ist da hinten irgendwo. Aber die Bots scheinen so schlau zu sein, auch hier jetzt zu warten. Da unten ist es doch schon. Da ist das Echte. So, da kommt der Orbitalschlag von... Wow. Der hat mich jetzt auch gedrückt. Der Geist ist halt echt fies, weil der sich immer unsichtbar machen kann und so einen blöden Klon erschaffen kann. Jetzt müssen wir ihm erstmal wieder die Rüstung haben. Das war schon wieder nur der Klon. Wieder ein paar Minen aus. Komm her. Ich sollte hier auch schon in den Nahkampf, weil ich mir auch selber so ein Schild geben kann. Jetzt kriegt es hier gut Schaden. Und das Leben lädt sich nämlich nicht wieder auf von dem Monster. Komm. Das war schon wieder nur der scheiß Klon. Und jetzt sollten wir aber versuchen, dem Monster hinterher, weil sonst lädt sich einfach wieder die Rüstung auf und dann kommt es wieder an mit voller Rüstung. Haben sie es noch? Nein. Daisy ist ihm auf den Fersen. Daisy kann nämlich die Spuren von dem Monster oder das Monster halt einfach finden. Und sie ist auf der Fährte. So, immer schön den Boost verwenden vom Jetpack. Da haben wir ja auch schon das Monster. Ja, hat schon wieder fast seine ganze Rüstung. Wow. Das war schon wieder nur der Klon. Wo ist er denn? Nicht, dass er jetzt zum Stromrelais geht. Ja, fühl mich schon besser. Aber Daisy weiß, wo es ist. Technologie ist erschnüffelt. Wie fühlt ihr euch, Leute? Wo ist es denn? Seht ihr? Schön hinboosten. Oh oh, es ist am Stromrelais. Wie man sehen kann. Ich hab Daisy. Ja, es fetzt hier schon ganz gut an. Was weiß ich? Ja, kaum kommen wir an. Zieht sich schon wieder, oder wie? Oh. Schön drauf immer. Auf die Ferne bringt es. Oh, jetzt ist es ja ganz nah. Auf die Ferne bringt es das Maschinengewehr mehr. Aber im Nahkampf Blitzkanone. Ist das leer? Das war nur der Klon. Alles okay, ich geb dir Deckung.
Schön drauf. Jetzt kriegt sie gut Schaden und schön den Dome gesetzt. Schön mal Schild aktivieren. Oh, oh, jetzt sind schon zwei von uns. Das ist nicht so gut. Den sollten wir mal schön helfen, vor allem dem Medic. Wo ist es denn? Ja, Daisy. Zeig uns, wo es ist. Beim Geist ist eben die Schwierigkeit, der ist so schnell weg und kann sich dann immer mal seine Rüstung aufladen. Der Nachteil ist natürlich, es hat einfach nicht so viel Rüstung. Dagegen der Goliath zum Beispiel hat eine Haufen Rüstung, ist dafür nicht so schnell. Da hinten ist es. Schön hinterher. Wo ist es denn schon wieder? Immer auch mal auf die Map schauen, weil eventuell kann man ihm auch den Weg abschneiden. Ja, hier geht's nicht durch. Oh Gott! Da hat's schon wieder die Rüstung voll. Es geht hier echt sauschnell mit diesem Viech. Aber es hat nicht mehr viel Leben. Immer schön die Waffen wechseln, wenn eine mal leer ist. Und man immer maximalen Schaden hier verteilen kann. Okay, jetzt ist es gleich down. Wenn es nicht wieder entkommt oder uns mit irgendwelchen Klonen napst. Oh, oh. Hier in der kurzen Zeit sich wieder Rüstung angefressen. Komm, komm, komm. Der Geist ist echt krass. Geht er da voll auf mich. Und jetzt bin ich auch down. Aber das Monster auch krass. Komm, komm. Es ist gleich hinüber. Vielleicht schafft's Hank, ja. Und wenn Daisy nicht so dumm wäre, würde sie jetzt mal irgendwas machen. Komm schon, Hank, du kannst es schaffen. Es schaut schlecht aus für uns. In einer Minute würden wir jetzt wieder kommen, aber es lebt nur noch Hank. Aber er hat sich unsichtbar gemacht. Das ist eigentlich gar nicht unschlau. Wenn er jetzt eine Minute nämlich überlebt, dann kommen wir wieder. Aber in der Zeit könnte natürlich auch das Monster jetzt das Stromrelais kaputt machen, obwohl es fast tot ist. Das ist echt ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Oh oh. Es ist auch noch in der Nähe und das Monster hat so einen Geruchssinn. Oh oh, da kommt's. Ja, mach dich schön unsichtbar und verzieh dich. 30 Sekunden. Es wird knapp, es wird knapp. Es ist wirklich sauknapp. Aber jetzt macht sich's wahrscheinlich gleich wieder ein Stromdelay. So, 15 Sekunden. Aber es scheint hier Hank zu suchen. Das ist sehr gut. Nein! Oh Mann. Hank ist in irgendeine fleischfressende Pflanze gelaufen. 15 Sekunden länger und wir hätten es gewonnen. Genau, und jetzt zeige ich euch noch hier, man levelt natürlich auch immer auf. Hier, Level 13. Dadurch schaltet man eben diese Boni frei, die man am Anfang nehmen kann. Und hier so Embleme für sein Symbol. Kann sich jeder so ein eigenes Symbol anpassen, ähnlich wie bei Call of Duty. Und man schaltet hier auch noch eben für jeden Charakter so Charaktermeisterschaften frei, durch die man dann eben die nächsten Charaktere, weil es gibt 3 für jede Klasse, und auch noch so zusätzliche Skins und Embleme macht. Und dann sieht man eben den Vergleich so zum weltweiten Durchschnitt. Habe ich ganz gut Schaden gemacht, aber es ist wie gesagt auch offline, damit ich euch das alles zeigen kann. Genau, dann zeige ich euch in der nächsten Folge mal den Trapper. Danke fürs Zusehen, bis dann.